Hallo und herzlich willkommen bei die Autotester. Heute mit einer Verbrauchsfahrt und zwar im Range Rover Sport D350, also mit dem großen Diesel an Bord. Wir fahren heute 400 Kilometer, vornehmlich über die Autobahn, um herauszufinden, was der tatsächlich braucht und wie langstreckentauglich der ist. Wenn ihr noch weitere Infos zum Auto haben möchtet, die jetzt vielleicht im Video nicht vorkommen, weil wir eben keine klassische Fahrzeugvorstellung machen, dann schaut euch bitte einfach das Video zum Range Rover Sport als Plug-in-Hybrid an. Den Link, den findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und einfach dranbleiben, denn jetzt geht's ab auf die Straße. 400 Kilometer im Range Rover Sport D350. Also gut, dann machen wir uns mal auf den Weg und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was unser Auto anzeigt, wenn wir wieder zurückkommen. Jetzt aber erstmal 845 Kilometer Reichweite, beziehungsweise jetzt 844 zeigt er an, als wir losfahren. Also gar nicht mal so wenig für ein so großes Auto. Angetrieben wird unser Testwagen von einem rein 6-Zylinder 3-Liter Dieselmotor und der leistet hier im Auto 258 kW bzw. 350 PS und spendiert uns 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Übrigens, der Name kommt eben, oder die Bezeichnung des Antriebs kommt eben von den 350 PS, deswegen heißt der D für Diesel 350. So ausgestattet soll das Auto mit seiner 8-stufigen Automatik und dem Allradantrieb in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde sprinten. Die Höchstgeschwindigkeit, die wird beziffert mit 234 Kilometern pro Stunde. Also schon recht ordentlich für so ein großes SUV. Und Land Rover gibt den Verbrauch des Fahrzeugs an mit 8 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Da wir einen 80-Liter-Tank an Bord haben, haben wir eine theoretische Reichweite von 1000 Kilometern. Bei der Abfahrt angezeigt wurden 845 bzw. unmittelbar danach 844 Kilometer. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das nach unserer Fahrt heute darstellt, wie viel Restreichweite überbleibt, wenn wir unsere Strecke hinter uns haben und wie gut das dann noch zum Anfang der Fahrt passt. Jetzt geht es aber erstmal los auf der Landstraße bzw. auf dem Weg Richtung Autobahn in unserem Range Rover Sport D350 in der Ausstattung Autobiography. Jetzt sind wir nach rund 12 Kilometern auf der Autobahn und wir werden hier uns an die Richtgeschwindigkeit halten. Also ich fahre jetzt nicht Vollgas die Autobahn runter, weil ich das einfach stumpf nicht möchte. Wir wollen dem Auto eine faire Chance geben, auch einen halbwegs vernünftigen Verbrauch zu erzielen. Außerdem haben wir nicht so das beste Wetter. Wir haben jetzt aktuell 11 Uhr. Gleich, wir haben 8 Grad Außentemperatur, wir haben Regen oder zumindest eine nasse Fahrbahn und werden das Ganze mal entspannt angehen. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie nah wir an diesem angegebenen Verbrauch bleiben. Aktuell sagt er mir schon 8,2 Liter auf 100 gefahrene Kilometer und noch ist nicht wirklich was passiert. Auf der Autobahn wissen wir, dass wir normalen höheren Verbrauch zu erwarten haben, aber ich bin tatsächlich gespannt, wie in Anführungszeichen reisetauglich das Auto ist. Ursprünglich war es geplant, dass ich mit meiner Familie mit dem Auto über Ostern wegfahre, um einfach mal wirklich die echte Reisetauglichkeit rauszufinden, eben mit Sack und Pack unterwegs zu sein. Leider lag ich krank zu Hause, deswegen hat das nicht funktioniert. Aber wir wollen jetzt eben trotzdem gucken, dass wir noch ein bisschen was zusammenkriegen und ein paar Kilometer fahren, einfach um wirklich zu schauen, wie verhält sich so ein Fahrzeug auf der Langstrecke. Bisher kann ich nur sagen, im Auto kann man sich durchaus wohlfühlen, aber zu den Details später mehr. Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier im Auto finde ich tatsächlich wirklich sehr gelungen. Ich habe hier sehr schön bespannte, weiche Oberflächen in der Tür. Hier so eine Stoffoberfläche, dann hier eine weiche Armauflage, hochglänzendes Schwarz bei den Griffen und den Bedienelementen. Habe dann hier die Seite auch noch gepolstert und selbst unten die Ablagefächer, die sind innen ausgeschlagen, von außen auch noch weich, also schon sehr, sehr ordentlich. Armaturenbrett komplett Softtouch. Das gleiche gilt hier vorne fürs Handschuhfach und auch hier selbst im unteren Bereich habe ich komplett Softtouch-Oberflächen. In der Mittelkonsole habe ich dann hier und da schon ein bisschen Kunststoff, aber eben nicht so viel. Ich habe hier oben hochglänzendes Schwarz, die weiche Mittelarmlehne, habe ein sehr schön anmutendes, leicht gewölbtes Zentraldisplay hier, habe das Lenkrad mit dem Lenkradkranz, den hochglänzend schwarzen und metallischen Oberflächen. Macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Wenn ich mir die Sitze anschaue, auch da wieder perforiertes Leder, vernünftig gearbeitet, schöne, saubere Nähte. Das macht alles einen sehr ordentlichen, sehr hochwertigen Eindruck und bietet genau das Ambiente, auch bezogen auf die Farben, auf die Abstimmung, wie das Ganze zueinander passt, wie ich mir das für einen Range Rover wünsche. Und von daher kann ich nur sagen, von meiner Seite gibt es fürs Interieur, für das Material und die Verarbeitung definitiv einen Daumen hoch.
Aktuell kann man für den Range Rover Sport 7 unterschiedliche Antriebe bestellen. Das sind 3 Diesel, 2 Benziner und 2 Plug-in-Hybride. Und die bieten Leistungen zwischen 250 bis rauf zu 530 PS. Und damit sollte da für jeden Geschmack was dabei sein. Was sie alle gemeinsam haben, sie haben alle ein 8-stufiges Automatikgetriebe an Bord. Und sie bieten alle bereits in der Basis schon Allradantrieb. Darüber hinaus bieten die Plug-in-Hybride Reichweiten rein elektrisch von über 100 Kilometern, zumindest laut Datenblatt. Und damit kann man, ich sag mal, alltäglich emissionsfrei fahren. Darüber hinaus hat Range Rover übrigens angekündigt, es soll 2024 noch eine vollelektrische Variante des Fahrzeugs folgen. 100 Kilometer haben wir jetzt hinter uns und wie wir feststellen, 7,4 Liter auf 100 gefahrene Kilometer, jetzt 7,5 ist das, was das Auto anzeigt. Damit sind wir unter dem angegebenen Wert und das finde ich nicht schlecht. Wir hatten am Anfang auf der Autobahn noch ein kurzes Stück mit einer Baustelle, wo wir nicht ganz so schnell fahren konnten. Aber danach war es eigentlich die meiste Zeit 130, beziehungsweise so wie jetzt, dass wir 120 fahren dürfen. Und ich finde, das ist ja kein schlechter Wert. Also da gibt es irgendwie keinen Grund, sich zu beschweren. Wir sind, wie gesagt, unter dem angegebenen Wert des Herstellers und zwar deutlich. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich habe jetzt hier auf der Autobahn den adaptiven Tempomaten an und auch den Spurführungsassistenten, der das Fahrzeug in der Fahrbahn mithalten soll. Und das macht im Grunde einen guten Eindruck. Er meckert natürlich, wenn ich zu lange die Hände nicht am Lenkrad habe. Aber im Grunde genommen funktioniert das System sauber. Der bleibt schön in der Spurmitte, auch wenn eine Kurve kommt. Der zieht vernünftig wieder los, wenn die Bahn frei wird. Einzig, wenn ich zügig auf ein Fahrzeug auffahre, das deutlich langsamer ist als ich, dann finde ich, könnte er ein bisschen früher runterregeln. Da vielleicht reicht die Distanz, die das System erkennen kann, da nicht ganz aus. Aber das war hier und da so ein bisschen unsanft, also ohne übertreiben zu wollen. Aber das war halt schon so, dass man sagt, das würde ich als Fahrer anders machen. Da würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen rechtzeitiger Gas rausnimmt und reduziert. Aber ansonsten macht er das wirklich sehr ordentlich. Und wir gucken jetzt mal, wenn ich einen Spurwechsel mache, ohne zu blinken, wie er da reagiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen lenkt er da nicht so stark gegen. Also das kann man entspannt machen. Also wenn ihr mal den Blinker vergessen solltet auf der Autobahn, dann ist es nicht so, dass er das Auto zurückdrängt, sondern der lässt auch das zu. Aber jetzt auch wieder eine Autobahnkurve. Alles sehr ordentlich. Das Platzangebot hier vorne im Fahrzeug, das könnt ihr selber sehen. Das ist auch für große Menschen wie mich wirklich in Ordnung. Ich bin 1,95 Meter lang, ich sitze aufrecht im Auto, habe über dem Kopf noch ein bisschen Platz und wir haben hier das große Panoramadach im Fahrzeug, das finde ich wirklich anständig. Ich habe genug Platz um die Schultern, wirklich genug Platz für die Beine, obwohl die Mittelkonsole schon relativ breit ist, aber ich fühle mich wirklich wohl. Ich kann das Lenkrad wirklich gut einstellen und damit ist das ein Platz, wo man sich wohlfühlen kann. Die Kopfstütze funktioniert für mich auch, fühlt sich gut an, obwohl ich halt einen recht langen Oberkörper habe und damit steht dem bequemen Sitzen hier gar nichts im Weg, zumal mein Auto unter anderem nicht nur eine Sitzheizung und eine Sitzbelüftung, sondern auch eine Massagefunktion bietet und damit kann man sich ja tatsächlich sehr, sehr wohlfühlen. Der Sitz ist wirklich sehr komfortabel, den kann ich richtig schön auf mich einstellen und er bietet, wie ich finde, auch genug Seitenhalt für so ein Fahrzeug. Ich denke, wenn man Offroad fährt, reicht das. Es kann sicherlich immer mehr sein, aber ich muss sagen, ich fühle mich hier wirklich wohl. Wie es mit dem Platzangebot auf der Rückbank aussieht, gerade wenn ich hier vorne sitze, das schauen wir uns wie immer bei einem Zwischenstopp an. Ja, ich habe jetzt mal hinten Platz genommen, wie man sehen kann. Ich habe vor den Knien noch Platz über, für die Füße auch genug Raum. Und über dem Kopf, da wird es ein bisschen knapp, aber im Grunde genommen reicht auch das noch. Und damit ist das Platzangebot hier hinten, obwohl es ja ein sportliches SUV ist, wie ich finde, mehr als ausreichend. Wir haben jetzt 200 Kilometer hinter uns. Und wie wir sehen können, sagt unser Fahrzeug, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 7,5 Litern. Das finde ich sehr ordentlich. Das sind 0,5 weniger als angegeben. Und das, obwohl wir auf der Autobahn vernünftig unterwegs waren. Und ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Was ich jetzt mache, ist eine kurze Pause, denn ich nutze diese Strecke heute, um jemanden zu besuchen. Und dann geht es danach dann weiter und dann schauen wir mal, wie viele Kilometer wir heute noch schaffen. Die Basisausstattung des Range Rover Sport, die ist wirklich sehr umfangreich. Und so habe ich hier zum Beispiel immer mit dabei ein Multifunktionslenkrad, das voll digitale Cockpit, Ledersitze, die nicht nur elektrisch verstellbar, sondern auch beheizbar sind. Selbst die Rücklehnen der hinteren Sitze sind elektrisch verstellbar. Ich habe immer mit dabei ein großes Infotainment mit einem Touchscreen und einer Navigation natürlich. Darüber hinaus gibt es hier Apple CarPlay, Android Auto, beides kabellos und auch noch Amazon Alexa. Ich habe hier eine induktive Ladeschale für meine Mobilgeräte und vieles, vieles mehr. Natürlich auch eine Klimaanlage und so weiter und so fort. Also
sehr viele Dinge, die man gerne im Fahrzeug sieht und die längst nicht überall Serie sind. Aber es ist immer noch ein Range Rover und das heißt, natürlich kann ich hier Ausstattung dazu konfigurieren. Und das sind dann Dinge wie zum Beispiel das große Panorama-Glasdach oder wenn ich möchte, eine große Meridian-Soundanlage. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Sitze mit Massagefunktion. Ich habe hier die Möglichkeit, eine erweiterte Lederausstattung zu bestellen. Natürlich gibt es auf Wunsch auch eine Anhängerkupplung und vieles, vieles mehr. Also ich kann dieses Fahrzeug tatsächlich so ausstatten, und zwar auf den Punkt so ausstatten, wie ich mir das wünsche. Zum Beispiel ist auch ein Kühlschrank hier vorne unter der Mittelarmlehne Teil der Sonderausstattungsoption. Und damit bekomme ich ein Auto, das wirklich extrem viel Komfort bietet, wie bei uns zum Beispiel auch mit dem großen Head-Up-Display. Ein Fahrzeug, in dem man sich sehr wohlfühlen kann und das man tatsächlich genau seinen eigenen Wünschen anpassen kann. Aber typisch Range Rover hat das natürlich dann auch immer seinen Preis. Bereits in der Basis hat unser Range Rover Sport ein adaptives Fahrwerk an Bord und man merkt tatsächlich, dass man eben in dem Auto einfach sehr angenehm reisen kann. Der Wagen liegt schön satt auf der Straße. Dieses Fahrwerk fängt einfach alles an, sagen wir mal, unangenehmen Oberflächeneindrücken komplett ab. Gibt es, was es weitergeben muss, weiter, aber alles schön gedämpft und so, dass man das Fahren tatsächlich wirklich genießen kann. Jetzt aktuell auf einer guten Oberfläche mit rund 130 unterwegs schwebt der Wagen eigentlich nur so dahin. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm und trägt definitiv dazu bei, dass man sagt, mit dem Auto eine Langstrecke zu fahren, ist überhaupt kein Thema. Wer sich für einen Range Rover Sport interessiert, der muss schon relativ tief in die Tasche greifen. Also die Basisversion zum Beispiel des D250, das wäre dann die Ausstattungslinie SE, der liegt so bei 93.000 Euro. Wer sich für einen Plug-in-Hybrid interessiert, der startet in der Ausstattung S als kleine Variante, also mit dann nur 440 PS, glaube ich, sind es, bei rund 100.000 Euro. Unserer hier als D350 in der Ausstattung Autobiographies, also wie wir ihn fahren, ohne Sonderausstattung, startet bei rund 122.000 Euro. Es geht aber noch teurer, wenn ihr euch zum Beispiel die V8-Version des Range Rover Sport anschaut. Die startet dann in der First Edition erst bei über 140.000 Euro. Und ihr könnt natürlich überall noch Extras dazu kaufen. Und da gibt es teure Lackierungen, relativ teure Felgen. Es gibt Ausstattungspakete noch und nöcher. Und geht mal davon aus, dass ihr eigentlich kaum einen Range Rover Sport kaufen könnt, der realistisch nicht sechsstellig ist. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist auch wirklich nicht nur ein sehr schönes SUV dann, sondern eben auch ein sehr toll ausgestattetes und besonderes Fahrzeug, wie ich nach wie vor finde. Ich fahre den unheimlich gerne, aber ist halt leider eben nicht als Schnäppchen zu bekommen. Das Kofferraumvolumen unseres Range Rover Sport, das wird angegeben mit 835 Litern bei aufgestellter Rückbank. Klappe ich die Rücksitze komplett um, dann sollen daraus bis zu 1860 Liter werden. Also ein ganz ordentliches Ladevolumen. Wenn wir uns den Kofferraum im Detail anschauen, wir haben hier eine sehr schöne ebene Ladekante. Übrigens hier auch noch geschützt mit diesen Blechen. Dann kann ich hier die Mitte hochklappen und habe damit einen Laderaumteiler. Finde ich super praktisch. Ich kann aber auch, wenn ich an den beiden äußeren Bändern ziehe, den gesamten Boden anheben und habe darunter noch ein sehr großes Fach, also wirklich reichlich Platz im Kofferraum. Wer mit dem Fahrzeug einen Anhänger ziehen möchte, der kann das. Die maximal gebremste Anhängerlast, die beträgt 3,5 Tonnen laut Datenblatt. Die maximale Stützlast der Anhängerkupplung, die wird beziffert mit 150 Kilogramm. 300 Kilometer haben wir jetzt geschafft und wenn wir mal ins Cockpit schauen, steht da 7,3 Liter je 100 gefahrene Kilometer. Nach wie vor Hut ab, das ist wirklich eine vernünftige Zahl. Ich hatte jetzt zwischendurch so ein bisschen Stau in der Stadt, sind aber tatsächlich die meiste Zeit auf der Autobahn unterwegs gewesen und das ist wirklich ein verdammt guter Wert. Da muss man sich definitiv nicht beschweren, zumindest nicht, wenn man in einem großen, sehr komfortablen SUV mit einem 3-Liter Sechszylinder an Bord sitzt. Die Liste der Assistenz- und Sicherheitssysteme hier im Fahrzeug, die bereits in der Basis schon mit an Bord sind, die ist relativ lang und so haben wir zum Beispiel immer mit dabei einen Berganfahr- und Bergabfahrassistenten, einen Spurhalteassistenten, ein Notbremssystem. Es gibt hier im Fahrzeug einen Nothalteassistenten, es gibt eine Verkehrszeichenerkennung, einen Querverkehrwarner, einen Tempomat, eine 360-Grad-Kamera und das sind nur einige der Systeme, die mit dabei sind. Darüber hinaus kann ich aber natürlich noch weitere Systeme hinzukonfigurieren. Das sind gar nicht mehr so viele.
Und hier gibt es dann zum Beispiel Sachen wie einen erweiterten Anhängerassistenten. Es gibt hier einen Parkassistenten oder aber auch einen Insassenschutzmonitor. Das sind so ein paar Sachen, die man dazu bestellen kann. Und auch ein adaptiver Tempomat gehört zu der Liste der optionalen Systeme. Allerdings ist der bereits ab der Ausstandslinie SE auch wieder Serie. Und das wäre so der einzige, wo ich sage, okay, den sollte man bei dem Auto auf jeden Fall auch mit an Bord haben. Aber wer bestellt hier schon die Basis-Basisausstattung bei so einem hochpreisigen Fahrzeug? Deswegen würde ich mir darüber beim Kauf im Grunde genommen keine großen Gedanken mehr machen. Bei uns mit an Bord ist das Head-Up-Display und da muss ich ganz klar sagen, das ist für mich ein großes Komfort- und Sicherheitsplus. Das zeigt alle wichtigen Informationen zur aktuellen Fahrt sauber und gut ablesbar vor mir auf der Straße an und ich muss damit eigentlich überhaupt nicht mehr ins Cockpit schauen. Gefällt mir persönlich gut, ist definitiv etwas, was ich in meinem Range Rover Sport mit an Bord haben wollte. Was mir hier beim Auto richtig gut gefällt, das ist dieser Motor, wenn der anfängt zu arbeiten, dann hat man wirklich das Gefühl, dass der was tut. Das ist einfach so ein, ja, so typisch für so einen Reihen-Sechszylinder, wenn man hier drauf tritt, dann erwacht der gefühlt zum Leben. Und insgesamt, auch wenn man mit dem Auto mal etwas langsamer unterwegs ist, hat man immer das Gefühl, man bewegt etwas Solides, Großes, Schweres, was mir persönlich gut gefällt. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber so wie jetzt auch, einfach so dieses extra bisschen Geräusch gefällt mir wirklich sehr gut. Darüber hinaus bietet das Auto eine Lenkung, die gut zum Fahrzeug passt. Die ist nicht nervös, aber direkt genug. Ich habe eine Gasannahme, die ist sehr ordentlich. Ich habe ein Bremspedal, das ist gut zu dosieren. Insgesamt haben wir, glaube ich, schon gesagt, das Fahrwerk macht einen sehr ordentlichen Job und so. Einfach eine sehr schöne Mischung, sehr schönes Paket, das mich anspricht. Dem einen oder anderen mag das vielleicht zu groß, zu behäbig wirken, obwohl es das nicht wirklich ist, aber der Wagen hinterlässt schon den Eindruck eines großen SUVs. Ich persönlich mag das, weil ich eben auch das Gefühl habe, ich sitze in einem solchen Auto, dann darf es sich auch so anfühlen. Aber man kann ihn natürlich auch dynamischer bewegen. Unter anderem bietet das Fahrzeug unterschiedlichste Fahrprogramme dafür. Und die kann ich hier einstellen über einen Drehregler in der Mittelkonsole. Und wenn ich zum Beispiel da nach links drehe, dann sehe ich kann umschalten von aktuell Komfort auf Eco. Und dieser Eco-Modus ist natürlich der Sparmodus fürs Auto, aber ich kann auch noch weiter nach links drehen und dann bin ich im Bereich Dynamic. Und das Schöne bei diesem Dynamic-Bereich ist, den kann ich dann wiederum hier im Zentraldisplay auch nochmal auf meine Wünsche anpassen. Also ich habe tatsächlich die Möglichkeit, mit dem Auto genau so unterwegs zu sein, wie ich mir das wünsche. Natürlich bietet der Wagen darüber hinaus auch noch zusätzliche Offroad-Programme für die unterschiedlichsten Untergründe und damit genau das, was ich mir von einem Range Rover wünsche. Ich kann den Wagen entspannt im Alltag fahren, ich kann ihn auch mal dynamischer bewegen, das finde ich beim Sport tatsächlich wichtig, aber ich kann mit dem eben auch im Grunde genommen in jedem Gelände, auf jedem Untergrund unterwegs sein und kriege im Zweifelsfall sogar angezeigt, wie tief das Wasser ist, durch das ich gerade fahre. Und das alles zusammen ist das, was für mich Range Rover dann mit eben diesem Extra an Klasse, an Qualität, an Luxus ausmacht. Und das bietet der Range Rover Sport definitiv. Was wir noch nicht ausprobiert haben, ist, wie gut der Wagen durchzieht, wie stark dieser Motor tatsächlich ist und auch noch nicht, wie sich das Geräusch im Innenraum entwickelt, wenn man mal schneller damit fährt. Und genau das probieren wir jetzt aus. Ich gehe mal kurz auf S für etwas sportlicheres Fahren, trete mal durch bei 130. Da kommt der Sound, den ich so mag. Das hört sich schon nicht mehr nach einem richtigen Diesel an. Wir sind jetzt schon bei 170. Ich werde nicht bis zur Spitze gehen, weil wir haben schlechtes Wetter. Aber jetzt sind wir bei 190 und das Geräuschniveau im Auto ist immer noch sehr angenehm. Ich habe hier vorne links ein bisschen Windgeräusch. Das ist aber, glaube ich, eher die Lüftung, als dass das wirklich von der Scheibe kommen würde. Ich denke, das kann man sicherlich abstellen. Aber ansonsten wirklich sehr angenehm und der liegt auch jetzt bei 170 immer noch gut auf der Straße, sehr schön sauber zu fahren. Ja, hinterlässt einfach einen sehr soliden Eindruck. 400 Kilometer haben wir jetzt hinter uns und das Auto zeigt an 7,4 Liter auf 100 gefahrene Kilometer, wie ich finde, ein sehr ordentlicher Wert. Da vorne ist die Tankstelle und ich bin sehr gespannt, wie viel wir jetzt wirklich nachtanken, wie groß da eventuell die Differenz ist. Gleich jetzt noch ein Fazit von der ganzen Fahrt und ich bin tatsächlich mal auf das Tanken gespannt.
Das waren meine 400 Kilometer im Range Rover Sport. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Auto wirklich. Ich finde das Exterior klasse. Ich mag das Interieur total, das Ambiente, das das Auto hat. Ich mag dieses hohe Sitzen, gerade auf der Autobahn, und finde, das ist wirklich ein sehr schönes Paket. Das Fahren mit dem Wagen ist eine pure Freude. Dieser Sechszylinder blubbert so schön vor sich hin, hat aber so viel Kraftreserven, dass man das Gefühl hat, man fährt ein großes, kräftiges Auto. Das ist etwas, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Der Verbrauch wird angegeben von Range Rover mit 8 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Wir haben gesehen, am Anfang, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, waren wir relativ schnell so bei 7,5. Zwischendurch haben wir sogar die 7,3 und 7,2 gesehen. Aber am Ende, nach 400 Kilometern, hatten wir dann wieder 7,5 im Cockpit stehen. Und ich habe nachgetankt und habe mir schon gedacht, na, jetzt kommt eine Überraschung. Aber Pustekuchen, wir haben nachgetankt ziemlich genau 30,3 Liter. Und das heißt, es sind fast exakt 7,5 im Durchschnitt, wenn ich das nämlich einfach mal durch 4 teile. Finde ich persönlich toll, dass dieser Wert stimmt. Wenn ihr euch für so ein Auto interessiert, dann ist meine Meinung auf jeden Fall mal Probefahren. Das Paket ist wirklich klasse. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Auto haben solltet, die jetzt nicht beantwortet wurden, dann tut mir einfach den Gefallen. Schaut in unser Video zum Range Rover Sport als Plug-in-Hybrid. Da gibt es einfach mehr Infos, denn da war der Fokus nicht so sehr auf den Verbrauch. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis ganz bald hier bei die Autotester.